Wir alle wissen ja, dass Japan das Land auf der Welt ist mit den meisten Senioren, also mit dem höchsten Altersdurchschnitt. Das hat mit der Ernährung zu tun, das hat vielleicht auch mit bestimmten japanischen Traditionen zu tun. Und es kommen immer wieder gute Ideen aus Japan im Bereich der Technik, im Bereich Animation durch. Also ich bin auch nicht mit allem einverstanden natürlich, weil ich glaube immer noch, dass die menschliche Interaktion besser ist, als wenn ich nur noch von elektrischen Robben umgeben bin oder von Tamagotchis oder Robotern, die mir auf einem Bildschirm zulächeln. Aber gleichwohl habe ich heute etwas mitgebracht, was mich sehr beeindruckt hat, nämlich, dass es in sehr vielen japanischen Städten sogenannte Zentren für silbernes Humankapital gibt. Also das heißt, in einer Gemeinde, in einer Stadt gibt es angegliedert an die Gemeindestruktur solche Zentren für silbernes Humankapital. Und was machen jetzt diese Zentren? Sie bieten dort älteren Japanerinnen und Japanern die Möglichkeit, etwas zu tun, etwas zu arbeiten. In dem Artikel, den ich las, zum Beispiel ist eine Werkstatt eingerichtet, wo die Hochaltrigen natürlich nicht mehr zu den gleichen Konditionen, die müssen nicht im Akkord arbeiten und nicht 40 Stunden die Woche, aber doch in dem, was sie tun können, beispielsweise etwas reparieren. In dem Artikel geht es um die Reparatur von diesen Schiebetüren mit dem Seidenpapier drin. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt noch andere Tätigkeitsgebiete. Und ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Da der Fachkräftemangel ja in Japan auch sehr groß ist, also es gibt gar nicht genug Schreiner, die diese Türen beispielsweise reparieren können, sodass es wie eine Win-Win-Situation ist. Also der älter werdende oder sogar der hochaltrige Mensch kann eine sinnstiftende Tätigkeit machen und die Gesellschaft profitiert, weil dieses Potenzial nicht verloren geht. Wir hatten ja die Veronique Tischhauser kürzlich im Dr. H Talk von der Prosenektute, die Geschäftsleiterin des Kantons Zürich. Und sie hat ja genau das auch gesagt, dass Prosenektute auch solche Dinge macht. Also sie hat Menschen, die etwas leisten wollen und können und Menschen, die auch etwas brauchen, jetzt im Bereich zum Beispiel Treuhanddienst oder auch Betreuungshilfe oder Haushaltshilfe. Sie bringt diese Menschen zusammen und das macht das Zentrum für silbernes Humankapital in Japan auch. Und wenn wir es schaffen, dass wir auf unkomplizierte Art auch älteren Menschen Möglichkeiten geben, sich wertvoll zu fühlen, sich in der Gesellschaft, dass sie nicht ausgegrenzt und auf dem Abstellgleis fühlen, dann haben wir, glaube ich, einen guten Teil beigetragen zu einer altersfreundlichen Gesellschaft.